Ja, jetzt weiß ich, warum er mich plötzlich zurückschicken wollte. Weil die Auffahrt Dorfmark zur A7 gerade gesperrt wurde. Da hat's wohl gescheppert. Fahren wir jetzt ein bisschen Schleichwege. Weil drehen war da quasi nicht möglich. Wo sind wir denn jetzt? Da kommt ein Schild. Schilder sind immer gut. Auch bei Firmen wären sie schön. Dorfmark. Tok. Das habt ihr aber toll gebaut hier. Egal. Keine Bohrung. Aha, was wollen die denn hier bohren? Öl? Gas? Nach 200 Metern biegen Sie rechts ab, Westendorfer Straße. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Das ist gut. Biegen Sie rechts ab. Da hat er mich jetzt aber einen großen Schlenker geschickt. Ach, was soll's. Umleitung Ende. Ja, das war aber nicht für mich. Straße gesperrt, U1 folgen. Aha. War mir klar, dass du rausziehst. Richtung Hamburg. Hamburg steht aber nicht dran. Soll ich da trotzdem abbiegen? Biegen Sie links ab. Hier steht Hamburg dran. Ah ja, nochmal Glück gehabt.
kommt dann die Autobahnauffahrt. Die ist doch gar nicht gesperrt. Nach 300 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, B440. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Egal. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, dann fahren Sie auf die Autobahn. Hier ist nämlich der Autohof. So ein Mini-Ding. Nein, Richtung Bremen und Hannover will ich nicht. Hier will ich hin. Warum schaltest du dich? Zehn Tonnen brutto wiegt die Kiste. Ja, etwas drüber. Ja, wollen wir mal, ne? So, abgegeben habe ich schon. Das ist, da war ich bis jetzt erst ein, zwei Mal. So, jetzt fahre ich ins CTB. Und da hole ich einen raus. Was ist denn das? Tonnenweise Papier kriege ich, weil der muss danach noch zum Zoll. Ein 40er. Ach, 10 Tonnen. Schön. Für morgen früh 8 Uhr in Gütersloh bei Avato. Spricht Bertelsmann. Das ist ein und derselbe Saftladen. Ja, genau, da war ich auch schon mal. So, nach dem CTB Zoll am Waltershof. Ich freue mich schon. Drei Seiten Zolldokumente. Wundert mich mehr nicht. 1183 Importkollis. Oh, der wird aufgemacht. Hat Beschau. Na, so ein Scheiß. Na, so ein Mist. Ja. Na denn, na denn. Naja. Dann bin ich mal gespannt, wie lange das da dauert. Ja, wollen wir da erstmal hinkommen. Ja, das war Thema Zoll. Wir haben jetzt 14 Uhr. Also anderthalb Stunden mit Öffnung wurde aufgemacht die Kiste. Kann man also nichts sagen. Ich habe schon ganz anderes hier erlebt, wie auch in dem ein oder zwei Videos schon mitgekriegt. Und ich würde mal sagen, Uhr ist zu spät, Schwarmstedt. Nicht, dass die denken, ich komme nicht mehr, wo ich jetzt über zwei Wochen nicht da war. Na, Liftachse, komm schon. Biegen Sie rechts ab. 13,8 wiegt die Kiste brutto. Habe ich gerade noch mal geguckt. Ja, da der Zoll ja nichts Neues drauf macht.
80 Metern, scharf links, von B3, wem? Finkenberger Straße, dann am Ende der Straße, wenden Sie. Ja, sicher. Im Leben nicht. Jetzt rechne. Nach 100 Metern biegen Sie links ab, Hornsand, dann am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Ah, Liftachse geht hoch. Biegen Sie rechts ab, B3, Finkenberger Straße, dann biegen Sie links ab. Tüdüm, tüdü. Ja, Fahrer, ich muss ein Stück auf deine Fahrbahn hier. Ach, da kommt gar keiner, dann fahr ich direkt hier mal rüber. Jetzt kommt wieder keiner, dann fahren wir direkt mal rüber. Nach 600 Metern biegen Sie links ab, A7, E45, Richtung Bremen. Ha! Oh, ein 45er da drauf. Nach 400 Metern biegen Sie links ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Links ab, A7, E45, Richtung Bremen. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Das mache ich. Und er will mich gleich schon wieder rumschicken. Der denkt schon wieder, die Autobahn da hinten ist gesperrt. Aber ist sie gar nicht. So, dann wollen wir mal nach Schwarmstedt, ne? Tja, auf der A2 hat es gescheppert. A2 auf der A7. Daher werde ich jetzt ein wenig über Land fahren. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt, genau. B3. So, und dann kommt noch mal eine Sache, die kann ich allerdings nicht so einfach umfahren. Aber das macht nichts, ich habe ja nichts weiter als Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die zweite Ausfahrt zu erreichen. Da einer, da kommt keiner. Ups. Schneebedingen. Hier ist die Josephine Schön mit ihrer Heidschnuckenherde. Plöpp. Eicheln. Dispo wollte gerade Zeiten vom Zoll haben, also wann ich beim Zoll angekommen bin und da wieder abgehauen bin. Die Zeit werden sie wohl ja, dem Versender in Rechnung stellen. Hey.
Fahrschule, die freiwillig überholt. Obwohl, hat mein Fahrlehrer früher auch immer gesagt, fahr vorbei! Mit dem habe ich damals schöne Touren gemacht, über Landfahrten und so, das weiß ich noch. Ey, das ist x Jahre her, aber das weiß ich noch. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt, Scharler Straße. So ist der Plan. Ich habe meinen Führerschein ja in Flensburg gemacht. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Ab. Du auch? Du auch. Finde ich gut. Ja, da ich frisch nach der Schule sofort damals zum Bund bin, habe ich privat in meiner freien Zeit, die ich in Flensburg stationiert war, einer Marineschule Mürwik genutzt und habe da meinen Führerschein gemacht. Und wer sagt, der Norden ist flach, der war noch nie da oben. Nach 400 Metern fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt Richtung Soltau. Nach Soltau schickt er mich wieder drauf. Okay. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Zack. Ja, und ich kann mich sogar noch an meine Prüfungsfahrt erinnern. Hamburger Straße Richtung Soltau für 10 Kilometer. Ja, also ich habe Theorie wie Praxis beides beim ersten Durchlauf geschafft. Na okay, Theorie, ne? Mal ganz ehrlich, das ist auswendig lernen, mehr nicht. So, und dann hatten wir einen Prüfer, der nur eingesprungen war, weil ein anderer krank wurde. Und der kam nicht aus der Ecke. Das heißt, wir hatten Heimvorteil. Ja, und dann hat mein Fahrlehrer gesagt, wie wir fahren. Und haben dem schönen Prüfer noch ein bisschen was von Flensburg gezeigt. Und an der Fahrschule wieder angekommen, sagte er, ach, jetzt haben wir ja gar nicht rückwärts eingeparkt. Und da sagte er dann noch so, ach ja, ich glaube mal, Sie können das, so wie Sie bis jetzt gefahren sind. Ja. Und dann hatte ich mein Wisch in der Tasche. Aber hier so an dieser Straße wohnen, weiß ich nicht. Stau löst sich gerade so langsam aber sicher auf. Das finde ich gut. Ja, dann habe ich es jetzt ja gleich nur noch so 20 Minuten, 30 Minuten. Wow, dann bleibt das ja sogar in der 13er Schicht.
gar keine Bauarbeiter. Oder Baumfällung oder was auch immer. Ach, was soll's. So, den zweiten Stau konnte ich doch umfahren. Als ich dann nämlich plötzlich das Schild Dorfmark entdeckt hatte, meinte ich, okay, dann biegst du hier jetzt nicht ab, sondern fährst Richtung Dorfmark. Nach 300 Metern. Und hier heute Morgen war ich hier ja schon mal, ne? Die erste Ausfahrt A7, E45 Richtung Hannover. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Genau, nur fahre ich jetzt nicht die zweite, sondern fahren direkt die Sie erste. Fahren Sie in den Kreisverkehr und nehmen Sie die erste Ausfahrt. Dann fahren Sie auf die Autobahn. Schwupps, beide Staus umfahren. Weil wenn mein Navi schon sagt, beide zusammengerechnet 25 Minuten Zeitverlust. Und das mit dem Zeitverlust und so, das kennen wir ja, ne? Und hier ist jetzt nämlich das einigermaßen das Ende davon. Hoffe ich mal. Folgen Sie A7, E45, Richtung Dreieck Walsrode für 26 Kilometer. Über Land noch weiterfahren können bis Dorf, bis Bad Feilingen-Bostel. Aber hier läuft es ja wieder. Stopp Autohof. Guten Morgen. Wir haben Freitag. 5.45 Uhr gleich. Ja. Es hat hier ziemlich geschüttet heute Nacht. Oh, das macht nichts. Es hat dann so ein bisschen was von Campen, von Zelten, wenn der Regen so leicht oben drauf prasselt. Ja. Gestern haben wir mit dem Chef gesprochen. Mal nächste Woche hier ein bisschen mehr im Auge behalten. Der zieht sich schon wieder ein bisschen mehr AdBlue als üblich. Und deswegen nächste Woche mal beobachten und ansonsten Freitag mal, also heute in einer Woche, Federspeicher auslesen lassen. Dann mal gucken. Am frühen Morgen. Ach so. Ja. So.
mal eben um LKW schleichen, euch mitnehmen bringt nichts, sieht man sowieso nichts. Wo habe ich denn mal, ach da, meine Megalight mal mitnehmen, wo die richtige Megalight, die ist da hinten. Inklusive Meinungsverstärker. Ja, so eine ganz lange MacLight. Zack, zack, zack. Ja, und wenn es hell ist, würde ich mal sagen, geht es mal wieder ein bisschen weiter. Aktuelle Ankunftszeit 7.44 Uhr, Termin ist um 8. Nichts gemeldet an Staus oder dergleichen. Schon mal ganz gut. Aber ehrlich gepennt. Ja. So. Ja. 3 Stunden 50 haben sie gebraucht. Das war auch alles Mist. Aber hier wird es nie langweilig. Der eine, der seine Bordwand kaputt fährt, diese Laderampe. So ein Gärtner, der den Sinn eines langen Besenstiels nicht verstanden hat. Naja. Hier mal wieder raus. Avato. Frachtführer. Ah. Gestern noch zu Basti gesagt, buch heute Abend auf jeden Fall noch die Leerabgabe für Montag früh 11 Uhr. Ja, 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 mache ich morgen früh. Meine ich, nee, mach mal lieber heute. Nee, nee, reicht. Wie war an? Du, 11 Uhr wird nix, alles voll, wird 12 Uhr. ja, habe ich dann nur so gesagt, ich sag da jetzt nichts so. Nee, nee, lass mal. Ja, dann reicht das, wenn ich gegen 8 Uhr Montag gemütlich von zu Hause losfahre. Dann bin ich 11:30 locker da. Naja. Ja, dann wollen wir jetzt mal absatteln fahren, tanken fahren. Und dann ab nach Hause, ne? Wochenende. Ja, höher kriege ich die Kamera hier nicht. Muss ich mir noch was einfallen lassen. Einen anderen Arm holen. Aber dann wackelt der so, wenn ich den ganz hinten festmache. Was soll's? Ach so, Dispo, Frachtbrief. Schick. So.
Richtung Hannover. Ja. Wetter soll, glaube ich, irgendwie, ja, morgen wohl ein bisschen besser. Hoffe ich mal. Oh, ich habe ja noch einiges zu tun. Wenn es also regnet, ist das auch nicht so schlimm. Jetzt geht die Liftachse erst hoch. Nee, was ein Chassis. Habe ich es ja nicht, ne? Aus Aachen. Fahr ich waschen? Nein. Nächste Woche. Darauf die Woche ist Montag ein Brückentag. 31. Weil der 1. November ist ja Feiertag in Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich Brückentag 4 Tage lang frei. Kiddies da. Aber ich glaube, die haben Montag Schule. Da bin ich noch nicht ganz so schlau draus geworden. Da muss ich mal die Mama fragen. Das wäre natürlich doof. Ja, schauen wir mal. So, jetzt erstmal Richtung absatteln.